Schauen wir nun auf eine Personalie, Melis Zegman. 13 Jahre lang war sie Mitglied bei den Grünen, hat dann vor etwas mehr als einer Woche angekündigt, bei den Grünen geht es für sie nicht mehr weiter, da sie vor allem mit der Wirtschaftspolitik von Robert Habeck einfach nicht mehr auf einen grünen Zweig kommt und in der CDU deshalb eine neue politische Heimat sucht. Auf einen grünen Zweig finde ich schön in dem Zusammenhang. So, gestern Abend dann, Wechsel vollzogen, der CDU-Kreisverband Mannheim nahm einstimmig die 30-Jährige in die Partei auf. Beim grünen Kreisverband in Mannheim schmücken die Plakate von Melis Zegman noch immer die Fenster. Obwohl sie ein paar hundert Meter weiter bei der CDU in Mannheim einstimmig und feierlich als neues Mitglied aufgenommen wird. Ich fühle mich sehr erleichtert, auch nach der Entscheidung letzte Woche. Und es ist einfach toll zu sehen, dass man hier so herzlich empfangen wurde. Und und das ist einfach eine super Grundlage, um weiterhin an den Themen für Mannheim und für die Themen in Mannheim weiter zu kämpfen. Fremd ist man sich hier nicht, man kennt sich im politischen Mannheim. Gut, Melis Zegman war natürlich unheimlich aktiv und präsent in Mannheim, war eben über, ja, wenn man von Lagern sprechen kann, in allen Lagern, Gruppierungen Mannheims auch durchaus beliebt. Dementsprechend groß die Freude über ihren Wechsel. Wir freuen uns natürlich als CDU Mannheim insbesondere, dass wir damit auch wieder eine bundespolitische Anbindung, eine direkte bundespolitische Anbindung an Berlin haben. Des einen freut, ist des anderen leid. Die Grünen sind über den Abgang ihrer Wirtschaftspolitikerin nicht begeistert, fordern sie auf, ihr Bundestagsmandat abzugeben, was Melis Zegman aber nicht vorhat. Dieses Mandat und diese Verpflichtung nehme ich ernst und werde weiterhin gute Politik für die Menschen hier in Mannheim machen. Mir ist einfach wichtig, an der Stelle zu betonen, ich gehe im Guten. Und ich habe immer die guten Menschen im Sinn und auch die tollen Freundschaften, die sich entwickelt haben. Und die werden weiterhin für mich bleiben. Trotzdem dürften auch die Freundschaften nach dem Parteienwechsel und der Kritik Zegmans an den Grünen auf die Probe gestellt werden.